Lang, lang ist es her, dass ich einen Blog gemacht habe. ja, entschuldigt, ich bin krank. Ich habe eine Erkältung, kein Corona, einfach eine Erkältung. Und liege im Bett seit 2 Tagen. Und da kam mir die Idee, doch mal wieder etwas vlogmäßig zu machen, weil das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Und ich bin auch ungeschminkt. Meine natürliche Schönheit ist jetzt zu sehen. Ja. Ich kann das alles gar nicht erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es ist nichts, nichts Tolles, wie man so sagen. Mein Ex-Mann oder noch Ehemann wohnt immer noch mit mir zusammen in unserer Wohnung quasi. Wir haben eine WG gegründet, seit er aus Thailand zurück ist. Und das ist der blanke Horror. Also mit einem Narzissten zusammenzuleben, von dem man dann jetzt weiß, wie er ist, wie er drauf ist und wie weh das tut. Ja, eigentlich sollte man sich das nicht antun, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich bin auf Wohnungssuche, aber da ich ja Frührentnerin bin und jetzt alleine 4 Katzen und 2 Hunde zu versorgen habe, bleibt mir nicht so viel Geld übrig für die Miete. Also muss ich eine dementsprechend bezahlbare Wohnung suchen. Habe auch die Ämter alle aufgesucht, meine Situation geschildert und es ist so, dass ich die Wohnung, in der wir jetzt gemeinsam leben, schon behalten könnte. Aber dann darf er halt nicht mehr hier gemeldet sein. Also er muss ausziehen, weil die vom Mietpreis her günstig ist, obwohl sie groß ist. Sowas findet man hier eigentlich gar nicht mehr. Und ja, seitdem er zurück ist, das ist ja jetzt schon einige Wochen her. Monate kann man ja schon sagen, berede ich das quasi fast täglich, dass er bitte ausziehen soll, weil es für ihn alleinstehend viel einfacher ist als ich mit 4 Katzen und 2 Hunden. Und außerdem hat er ja unsere Ehe auch zerstört mit seinem Tun und da muss er dann ausziehen, meiner Meinung nach. Warum muss ich mir den ganzen Stress auch noch antun mit dem Umziehen? Aber ich hätte es gemacht. Leider suche ich quasi seit März jetzt schon eine Wohnung und habe bisher keine gefunden. Auch vom Wohnungsamt habe ich keinen einzigen Vorschlag bisher bekommen. Und gestern war es wohl so weit, dass er tatsächlich, wobei ich immer nicht weiß, was ich ihm glauben kann und was nicht, wenn er erzählt mir so viele Lügengeschichten, dass ich echt nicht mehr weiß, was da stimmt und was nicht stimmt. Also angeblich war er beim Wohnungsamt ohne Termin. Er hat gewartet, was meiner Meinung nach ja eigentlich gar nicht mehr möglich ist jetzt in der Corona-Zeit, aber gut. Und dann hat er auch gleich ein Wohnungsangebot bekommen für ein Apartment. Und er hat mir heute zugesagt, dass er sich das anschauen wird. Und ja. Ich innerlich habe ja einen kleinen Hüpfer getan, aber ich darf mich nicht zu früh freuen, denn ich habe schon häufiger Versprechungen bekommen, die er nicht gehalten hat. Ich bin auch relativ, also erstens, weil ich körperlich jetzt ein bisschen angeschlagen bin und dieser seelische Dauerstress jetzt haben mir schon ganz schön zugetragen. Ich bin ziemlich nah am Wasser gebaut. Schon wieder mal. Habe das Gefühl, dass ich das alles nicht mehr aushalten kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Ja, so nicht. Aber ich möchte, dass die Situation endlich aufhört, weil meine Kräfte schwinden. Immer mehr. Und das Allerschlimmste an der Situation ist ja, und das kann ich jetzt gar nicht sagen, ohne emotional zu werden, dass ich
ja immer noch Gefühle für diesen Mann habe, obwohl er mir schon so lange so weh tut und ich unbedingt einen Abstand brauche, der räumlichen Situation, und dann möchte ich auch vorerst keinen Kontakt haben, weil ich muss das endlich mal verarbeiten können. All die Dinge, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, und dieser seelische Schmerz, der mir zugefügt wurde. Ja, ich möchte das einfach bearbeiten. Ich schaffe das aber nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Burnout-Patient. Das habe ich ja in meinem allerersten Video erzählt, und bin auch immer noch in Psychotherapie, und seit 7 Jahren wird mein eigentliches Problem gar nicht angegangen, sondern immer das partnerschaftliche Problem, sodass ich da für mich selber eigentlich gar nicht weitergekommen bin, sondern immer wieder aufs Neue diese quälende Partnerschaft durchspreche. Und ja, ich weiß, es ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass ich von diesem Mann getrennt lebe, und will das auch unbedingt, unbedingt, auch wenn ich ihn immer noch liebe, weil ich möchte, dass diese Liebe einfach verschwindet. Also ich möchte, ich habe mich auch geöffnet anderen Männern gegenüber. Ich habe einfach geguckt, dass ich nette Menschen kennenlerne, also nette Männer kennenlerne, mit denen ich einfach mal ausgehe oder zum Essen gehe oder eine freundschaftliche Beziehung aufbauen kann. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, naja, was heißt, der eine dabei, in den ich mich neu verlieben kann. Also der mir diese andere Liebe einfach so zunichte macht, dass ich keine emotionalen Empfindungen mehr habe. Ja. Mein Alltag sieht momentan so aus, dass ich die meiste Zeit entweder in meinem Zimmer verbringe oder aber bei meiner Tochter. Die wohnt in der Nachbarschaft. Wir kochen gemeinsam, also das ist mir eine große Hilfe, weil sie mir ihre Wohnung zur Verfügung stellt. Da kann ich kochen, da kann ich abschalten, ausruhen und so weiter. Das nehme ich auch gerne und auch häufig in Anspruch. Wobei mein Ziel natürlich ist, dass ich wieder entspannt in meinem Wohnzimmer liegen kann mit meinen Katzen rumrum und den Hunden. Also mit den Hunden verbringe ich momentan mehr Zeit als mit meinen geliebten Katzen, weil ich eben in meinem Zimmer bin. Mein Zimmer ist, ich weiß nicht, 15 Quadratmeter groß. Da kann ich jetzt, ist ja für die Katzen auch doof, ne? Da kann ich nicht die 4 Katzen und die 2 Hunde drin aufbewahren, sozusagen. Die sind dann im Wohnzimmer, und sobald der weg ist und mir dann auch Bescheid gibt, dass er die Wohnung verlassen hat, gehe ich natürlich wieder in die Wohnung und setze mich mal aufs Sofa, um meine Katzen oder meine Kater wieder zu genießen, die auch sofort dann alle angelaufen kommen. Meine beiden Hunde, Frieda und Lissy, sind ja kleine. Ja, ein Chihuahua und ein Rusky Toy aus dem Tierschutz sind schon alte Hündinnen, und die Frieda, die Rusky Toy Hündin, ist diejenige, die mein Mitbewohner immer noch nicht ausstehen kann. Die bellt den ganzen Tag an, und wenn er sich bewegt, beißt sie ihn auch oder zwickt ihn dann in die Ferse oder in die Wade. Da kann ich machen, was ich will. Ich habe schon alle möglichen Dinge ausprobiert, dass sie das verändert, aber keine Chance. Es liegt einfach an seinem Verhalten. Also er verhält sich ihr gegenüber nicht korrekt. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, was er machen müsste, damit sie die Angst verliert, aber sie hat Angst vor ihm. Sie ist aber eine Angsthündin, die nach vorne prescht und nie wegläuft. Und die Menschen, also die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, mit denen ich dann spazieren war oder beim Essen war oder sonst was, also keine sexuellen Beziehungen, da verhält sie sich ja auch normal. Ja, die bellt vorerst mal, die sieht schlecht und hört schlecht, und wenn jetzt jemand plötzlich aufsteht, dann ist sie erschrocken.
Aber sie hört dann auf, ja, wenn sie denjenigen erkennt und riecht, dann hört sie auf damit und macht dann nicht einfach weiter, so wie sie das bei meinem noch Ehemann, Ex-Mitbewohner macht. Man hört gerade den Nong, der vor der Zimmertür steht und gerne rein möchte. Falls ihr das Miauen hört, weiß ich nicht so genau. Ja, es ist und bleibt eine schwierige Situation, wenn man eigentlich gedacht hat, man hätte die Liebe seines Lebens gefunden. Und wird dann so enttäuscht. Es tut mir leid, dass ich jetzt doch wieder das Heulen anfangen. Das will ich eigentlich nicht. Ich möchte sachlich bleiben, aber meine Emotionen, die kriege ich da nicht so in den Griff. Also überlegt mal, wie viele Monate mich das jetzt schon quält. Und ich hocke immer noch hier. Ja, kein Wunder, dass ich da einfach fertig bin. Das zweite Problem ist auch noch, dass es finanziell Probleme gibt. Die Frieda, wie gesagt, ist eine Tierschutzhündin und schon älter. Der musste jetzt die Gebärmutter entfernt werden, weil die Veränderung gezeigt hat. Entschuldigung. Und jetzt hat sie auch noch ein Glaukom, also einen grünen Star an ihrem rechten Auge. Und da ist es fraglich, ob das drin bleiben darf oder ob das entfernt werden muss. Also 4 Katzen und 2 Hunde zu ernähren und Tierarztkosten zu bezahlen, ist schon ganz schön happig, wenn man das alleine handeln muss. Das ist aber trotzdem kein Grund, meine Tiere abzugeben. Mit dem Tierarzt habe ich eine Ratenzahlung vereinbart. Über eine echt hohe Summe inzwischen. Aber die kennt mich schon seit über 20 Jahren und weiß, dass sie ihr Geld bekommt. Ja, jetzt war das Auto kaputt. Wir teilen uns ja immer noch das Auto. Und seit langem waren die Bremsen fällig. Ich hatte kein Geld, um die Bremsen zu machen. Und ich musste ihn ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Als er zurückkam aus Thailand, hatte der ja gar nichts, Entschuldigung. Und da musste ich dann immer für ihn einkaufen gehen. Also er hat mir dann gesagt, was er braucht. Und dann habe ich das Billigste vom Billigsten gekauft, damit er was essen kann. Und das hat er dann quasi als Schulden bei mir gehabt. Oder hat er immer noch, ja. Die muss er auch abzahlen. Jetzt hat er endlich einen Nebenjob, sodass er dann zwischendrin mal ein bisschen Luft bekommt finanziell. Er kann sich jetzt selber die Sachen kaufen, seit dem 1. September aber erst. Und muss dann meine Schulden abzahlen. Und dieses Geld, was ich ihm gegeben habe, fehlt mir natürlich auch. Ja. Und jetzt ist das Auto kaputt gegangen. Und wie gesagt, die Bremsen. Und dann, jetzt muss das unbedingt gemacht werden, weil ich muss, wenn ich mache ja noch einen Nebenjob und da muss ich 17 Kilometer einfache Fahrt mit dem Auto überwinden und da müssen die Bremsen einfach funktionieren. Das geht ja nicht. Also das Auto zur Werkstatt gebracht und dann, ja, war ja klar, weil wir ja so lange haben warten müssen mit den Bremsbelägen, waren es ja jetzt auch noch die Bremsscheiben, die gewechselt werden mussten und dann geht der Kofferraum nicht mehr auf und im Kofferraum ist der Schlüssel für die Felgen. So mussten sie jetzt alle Felgen aufbrechen. Ja, 660 Euro. Dafür müsste ich jetzt quasi einen Kredit aufnehmen, um das auch in Raten abzuzahlen. Er kann keinen Kredit aufnehmen, weil er irgendwie einen Eintrag in der Schufa hat, kümmert sich aber auch nicht darum, mal nachzuforschen, was das sein kann, weil eigentlich müsste er keinen Eintrag haben. Ja, nun hocke ich da, ne? Tierarztrechnung, Autokredit, Schulden.
die mein Mann bei mir gemacht hat, die ich jetzt nur peu à peu in kleinen Brocken zurückbekomme. Also ich habe wirklich keinen Bock mehr. Jesus. Also falls mal jemand zu viel Geld hat und mir davon was abgeben möchte, gerne. Ich bin bereit, jetzt auch Almosen anzunehmen, weil ich manchmal nicht mehr vorne, nicht mehr hinten weiß. Also wenn ihr Fragen zu bestimmten Situationen habt oder so, dann fragt mich ruhig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so viel erzählt und 15 Minuten Video ist ja auch schon ziemlich lang zum Anschauen. Und da ich ja zwischendrin immer so viel Pausen mache, ist es sicherlich auch etwas langweilig. Aber gut. Ich wünsche euch jedenfalls, dass ihr niemals in so eine Situation kommt und dass es euch immer gut geht und dass ihr gesund bleibt. Tschüss.